So Freunde, heute kurzes Tech-Video. Wir löten mal einen Stecker von dem Akku um, löten mal einen anderen dran. Falls ihr euch wundert, warum ich so einen roten Kopf auf habe, ich war ein bisschen lange an der Sonne. Ja, zu den Steckern. Ich habe die Eternity Akkus hier gekauft bei Hobbyking. Die sind immer recht günstig und von der Größe her ziemlich kompakt. 2200 mAh, 3S LiPo. Kommen standardmäßig bei Hobbyking die meisten Akkus immer mit den TX60 Steckern. Sind eigentlich auch okay, da ich aber alles gleich haben möchte, machen wir hier die T-Stecker dran, beziehungsweise DIN-Stecker, ebenfalls hochstromfähig. Habe ich jetzt einen vorhin schon gemacht und ich würde sagen, den zweiten löten wir mal zusammen. Bevor es losgeht, was brauchen wir? Zunächst mal brauchen wir eine Lötstation oder einen Lötkolben. Würde ich euch empfehlen, falls ihr noch keinen habt, nehmt einen mit einer sehr, sehr dünnen Spitze vorne. Geht am besten, auch wenn man später mal ein MOSFET löten möchte oder ähnliches. Wo ich abraten würde, sind Lötpistolen mit so einer fetten Spitze. Das ist immer sehr ärgerlich und umständlich zum Löten. Ja, für Lötstationen bekommt man bei Konrad. Kostet nicht viel, ich glaube 30, 40 Euro oder sowas. Braucht man immer mal. Dann brauchen wir logischerweise unseren Akku. Den tun wir mal auf die Seite. Dann Schrumpfschläuche. Einmal schwarz und einmal rot für Plus und Minus. Lötzinn. Habt ihr normalerweise bei der Lötstation immer so eine Spule dabei. Wenn nicht, bitte mitbestellen. Dann zum Halten gibt es zum Beispiel bei Konrad auch oder bei anderen Shops eine dritte Hand, würde ich euch empfehlen. Ich habe keinen blassen Dunst, wo ich meine hingeräumt habe, deswegen nehme ich eine Zange. Dann brauchen wir einen Seitenschneider für die Kabel, Feuerzeug oder einen Föhn für die Schrumpfschläuche später. Dann ein Skalpell oder eine Zange zum Abisolieren und natürlich unsere Stecker, die wir hinlöten möchten. Bevor wir anfangen, ganz kurz zur Sicherheit, passt unheimlich auf. Wir arbeiten hier mit sehr hohen Temperaturen, 350 Grad. Also langt auf keinen Fall vorne an den Lötkolben hin. Passt auf, dass er euch nicht runterfällt oder ähnliches. Tut ihn immer sicher in die Halterung stecken, dann kann da nichts passieren. Auch bei den Akkus, wenn wir später die Kabel abisolieren, wirklich unheimlich aufpassen, dass ihr nicht rot und schwarz zusammenbekommt, Plus und Minus. Gibt natürlich einen Kurzschluss und wenn ihr hier einen schlechten LiPo habt oder ein Billig-LiPo, kann es passieren, dass er ausdampft. Zwar nicht sofort, kann aber passieren. Ja, so, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Lötkolben ist auf Temperatur 350 Grad und ich würde sagen, wir zoomen mal ein bisschen hin. So, dann bereiten wir uns erstmal alles vor. Wir haben unsere zwei T-Stecker oder auch DIN-Stecker. Habt ihr jetzt einmal das Weibchen und einmal das Männchen. Männchen kommt immer an den Akku und das Weibchen an die Waffe oder ans Ladekabel von eurem Ladegerät. Das legen wir uns mal auf die Seite. Dann müsst ihr aufpassen bei den T-Steckern. Oben horizontal rüber ist immer Plus, sprich rot und unten vertikal ist Minus. Schwarz. Hier immer darauf achten, dass alles gleich gelötet ist, wenn ihr mehrere Akkus macht oder Ladekabel, Adapter oder ähnliches. Also immer gleich, oben horizontal Plus, unten vertikal Minus. Dann brauchen wir die Schrumpfschläuche. Da brauchen wir ungefähr, ja, sage ich mal so 20 bis maximal 30 cm. Die schneiden wir uns gleich mal runter. Ungefähr so. Einmal. Und das zweite machen wir genauso groß. Zweimal. Das brauchen wir nicht mehr. So, dann geht's los. Wir nehmen unseren Seitenschneider. Das legen wir uns mal auf die Seite hier. Das brauchen wir erstmal nicht. Seht ihr jetzt hier vorne einen Schrumpfschlauch drauf vom alten Akku. Den müssen wir jetzt erstmal vorsichtig entfernen. Passt aber auf, dass ihr die Isolierung vom Kabel nicht beschädigt, deswegen ganz vorsichtig mit dem Skalpell ein bisschen rein und einmal bis hinten aufschneiden das Ganze.
Dann könnt ihr das schon runterziehen oder ein bisschen nach vorne ziehen. Ah, noch ein Stückchen. So, einmal weg. Die schwarze Isolierung lassen wir auf jeden Fall noch dran, sonst gibt es sehr schnell einen Kurzschluss. Wir zwicken unser Plus ab. Aufpassen, nicht beide Kabel, sondern nur Plus. Einmal ab das Ganze und auf die Seite ziehen. So, und jetzt können wir entweder hier direkt gleich loslegen oder wir machen gleich schwarz, sprich Minus. Kann jeder machen, wie er letztendlich will. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr jetzt schwarz auch gleich runterzieht, ist natürlich die Gefahr von einem Kurzschluss wesentlich höher, wie wenn der jetzt anfängt, erstmal mit Rot. Würde ich sagen, machen wir erstmal Rot. Wir nehmen die Isolierung hier ein bisschen ab. Ungefähr ja, so 5-6 mm, ganz vorsichtig ein bisschen mit dem Skalpell außenrum. Dann das Ganze nach vorne abziehen. So, nachdem wir die Isolierung entfernt haben, zwirbeln wir hier vorne das Ende ordentlich zusammen von dem Kabel, dass es hier anständig ausschaut. Dann brauchen wir unseren Lötzinn. Den biegen wir uns mal ein bisschen auf und legen uns den hier mal auf die Seite. So, und unseren Lötkolben, der müsste auf Temperatur sein, 350 Grad. Mache ich noch kurz ein bisschen sauber. So, ein bisschen hier vorsichtig aufbiegen. Und jetzt tragen wir hier vorne ein ganz kleines bisschen Lötzinn auf. Müsst ihr aufpassen, dass der bei den Akkus nicht zu heiß lötet, sprich am besten nur mal ganz kurz ansetzen. Ihr merkt es dann am Kabel, wenn das Kabel zu heiß wird, macht eine kurze Pause und hört auf, damit der Akku nicht beschädigt wird. Einmal rundherum, ganz kleines bisschen Lötzinn, dass das Ende schön verschlossen ist. Na. Unten noch ein bisschen. So, einmal rundherum das Ganze, Lötkolben wieder sauber machen vorne die Spitze. So, und dann können wir eigentlich unseren Schrumpfschlauch schon draufstecken. Da nehmen wir jetzt natürlich Rot. Hier müsst ihr aber jetzt aufpassen, wenn euer Kabel noch recht warm ist oder recht heiß ist, schmilzt euch der Schrumpfschlauch sofort zusammen. Also ein bisschen warten, bis abgekühlt ist. Dann Schrumpfschlauch komplett hinter, so weit wie es geht. Denn wenn ihr den hier in der Mitte ungefähr habt und euer Kabel wird heiß, schmilzt er natürlich und zieht sich zusammen. So, ganz hinter das Ganze. Dann brauchen wir unseren Stecker. Haben wir jetzt hier oben den horizontalen. Da machen wir Rot drauf. Und zwar so her. Hier unten drauf. Dazu tragen wir jetzt hier auf der Stelle und auf dieser Stelle hier erstmal ein bisschen Lötzinn auf. Nehmen wir auch wieder so einen Lötkolben. Ein ganz kleines bisschen vorne auf die Spitze. Und einmal hier drauf. Na, das war ein bisschen wenig. So, einmal drauf, das Ganze umdrehen. Und ebenfalls hier oben ein bisschen was auftragen. So. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Normalerweise, wie am Anfang schon erwähnt, es gibt ja eine dritte Hand, man könnte das Ganze jetzt einspannen, damit es festhält. Ich weiß nicht, wo meine ist, deswegen nehme ich eine Zange
Und von meiner Frau einen Haargummi, den ich mir kurz gemopst habe. Spannen wir den Stecker mal kurz in die Zange ein und befestigen sie hinten mit dem Haargummi, damit sie nicht aufgeht. So, dann löten wir das Kabel mal fest. Wir haben jetzt auf unserem Stecker ein bisschen Lötzinn aufgetragen, auf unserem Kabel ein bisschen Lötzinn aufgetragen. Jetzt nehmen wir uns wieder ein ganz kleines bisschen Lötzinn auf den Lötkolben von der auf die Spitze drauf. Löten jetzt praktisch das Unterteil an, damit der Lötzinn schmilzt, drücken gleichzeitig das Kabel drauf. Alles schön anlösen lassen. Und einmal loslassen, kurz halten und los. So, dann schauen wir mal, ob das ordentlich hält, ob das alles hier gut verlötet ist. Ja, sieht nicht besonders schön aus, aber sollte halten auf jeden Fall. Ja, das passt so. Können wir auf der gegenüberliegenden Seite können wir noch ein bisschen was auftragen. Nehmen wir einfach hier ein bisschen Lötzinn drauf auf die Spitze und löten dann hier noch ein bisschen was drauf. So, Schrumpfschlauch drüber bis ganz vor an die Kante. Feuerzeug und ganz kurz ein bisschen, einfach kurz drunter. Nicht zu lang, nur ganz kurz, das seht ihr, der zieht sich sofort zusammen. Einmal schön rundherum und dann hält es. So, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit unserem schwarzen Kabel, mit unserem Minus. Das schneiden wir uns erstmal wieder auf. Das tun wir uns hier schön auf die Seite biegen. Einmal vorsichtig die Isolierung lösen. Dann zwicken wir es vorne am Stecker wieder direkt ab. So, dann wieder abisolieren das Ganze. So, ja, 4 bis 5 mm. Einmal vorsichtig mit dem Skalpell außenrum. Müsst ihr nicht tief reinschneiden, nur ganz leicht. So, dann abziehen. Na, wo hängt es noch? Da oben hängt es noch ein bisschen. So, die Enden wieder zusammendrehen. Dann tragen wir hier auch wieder ein bisschen Lötzinn auf. Einmal schön außenrum. Dann spannen wir unseren Stecker wieder ein in unsere tolle Zangenkonstruktion hier. Diesmal aber am besten so rum. So, dann wieder unser Schrumpfschlauch drauf. Auch wieder ganz nach hinten. So, und das ganze Spiel wie vorhin. Wir nehmen wieder ein ganz kleines bisschen Lötzinn auf unsere Spitze. Dann das Kabel, was hier drauf gehört, einmal hier unten anschmelzen lassen. Kabel drauf. Lötkolben raus, kann man hier oben noch ein bisschen aufs Kabel drauf drücken. Dass es schön schmilzt alles. Okay, und loslassen. Noch kurz warten, bis es ein bisschen abgekühlt ist. Das schaut gar nicht so schlecht aus.
Wir prüfen mal die Lötverbindung einmal außenrum. Ja, das liegt ordentlich auf. Hier unten können wir noch ein ganz kleines bisschen reinlöten. So, das schaut doch ganz gut aus. Das lassen wir so. Lötkolben können wir jetzt wieder sauber machen vorne die Spitze. Und ausschalten brauchen wir jetzt nicht mehr. Lötzinn können wir auch auf die Seite räumen, brauchen wir auch nicht mehr. Hier brauchen wir wieder unser Feuerzeug. Dann brauchen wir nur den Schrumpfschlauch, den schwarzen. Ganz nach vorne schieben bis Anschlag, dass es schön drüber geht. Feuerzeug wieder ganz kurz ein bisschen vorsichtig. So. Und dran ist der Stecker. Wenn alles ordentlich verlötet ist, dürfte hier auch nichts mehr abgehen. Muss also richtig schön fest sein, dass man auch ein bisschen dran ziehen kann an dem Stecker. Das passt soweit. Fertig. So Leute, das war es eigentlich auch schon. Meiner Meinung nach nicht besonders viel dabei. Sollte eigentlich jeder hinbekommen. Nur wie gesagt, achtet auf eure Sicherheit. Nicht die Finger verbrennen oder ähnliches oder die Bude abfackeln. Ansonsten, ich bin auch kein Elektriker. Habe mir das in der Jugend damals selbst beigebracht. Wenn es vielleicht Verbesserungsvorschläge gibt für mich, haut es einfach in die Kommentare unten rein. Ja, ansonsten, ja, Stecker halten wunderbar, bombenfest. Ich lade die zwei Akkus jetzt mal und gehe ein bisschen rumballern. Bedanke mich wieder, dass ihr dabei wart und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.